Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, nachdem die Kollegin Baerbock sich 3 Minuten Zeit genommen hat, die Industriefeindlichkeit des Wahlprogramms der Grünen zu skizzieren, ist es jetzt mal Zeit zu erklären, warum Energiepolitik auch Industrie- und Wettbewerbspolitik ist. Meine Damen und Herren, den Antrag der Grünen könnte man in einem Satz zusammenfassen. Hochwertige, tarifgebundene Arbeitsplätze in der Energiewirtschaft sollen aufs Spiel gesetzt werden, und mit der Energieversorgung in Deutschland wollen die Grünen und auch die Linken dann spielen wie mit einem Baukasten. Das wird nicht funktionieren, das sage ich Ihnen gleich. Weder das eine noch das andere werden wir zulassen, und deshalb werden wir Ihre und auch Ihre Anträge ablehnen. Denken wir mal zurück an das Jahr 2010. Deutschland befand sich in einer guten Lage. Es wurde von einer christlich-liberalen Koalition regiert. 45% der Stromerzeugung waren CO2-frei. Damals kamen sie nämlich noch aus CO2-freier Kernenergie. Nachdem wir aber gemeinsam aufgrund einer neuen Bewertung des Restrisikos uns beschlossen haben, dass wir diese Form der Energieerzeugung nicht mehr nutzen wollen, haben wir doch alle eine hohe Verantwortung für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Die ist aber gefährdet, wenn man neben der Kernenergie denn mal eben im Hauruck-Verfahren auch aus der Kohle aussteigen will. Wir werden nach dem aktuellen Stand die Kernkraft und Kohle mit volatiler Energie aus Wind und Sonne nicht 1:1 ersetzen können. Und Sie wissen das auch ganz genau. Sie ignorieren das aber lieber, weil Sie ideologiegetrieben sind und weil Sie das Augenmaß für das Machbare einfach nicht haben. Dann will ich Ihnen gerade noch sagen, dass ich erinnere Sie mal an das Datum, den 24. Januar 2017. Das war der Tag der sogenannten Dunkelflaute. Unser Strombedarf an diesem Tag in Deutschland war 83 Gigawatt. Die erneuerbaren Energien konnten an diesem Tag gerade mal 3 Gigawatt liefern. Was mussten wir also machen? Strom aus Kernenergie aus Frankreich importieren. Das kostete uns einerseits richtig viel Geld und andererseits belastete es die Netze erheblich. Warum ist die Versorgungssicherheit so wichtig? Ich will Ihnen dazu eine anschauliche Geschichte aus meinem Wahlkreis im Sauerland berichten. Dort befindet sich eine Papierfabrik, ein echtes mittelständisches Familienunternehmen, über 100 Jahre alt, knapp 100 Mitarbeiter. Und für eine Papierfabrik ist eine verlässliche Stromversorgung so wichtig wie die Luft zum Atmen. Kleinste Schwankungen im Netz können bei einem kontinuierlichen Prozess der Papierherstellung zu einem Stillstand der Produktion führen. Und wenn die Maschinen mal stehen, kann es bis zu einer Stunde dauern, bis die Produktion wieder richtig läuft. Dieser Stillstand kostet dem Unternehmen einen gut 5-stelligen Betrag. Das ist für ein mittelständisches Unternehmen eine Menge Geld. Und das gilt umso mehr, wenn Sie an andere Conti-Prozesse denken, etwa in einem Elektrostahlwerk oder in einer Aluminiumhütte im Ruhrgebiet. Wenn wir also nicht genau darauf achten, dass die Versorgungssicherheit gewahrt bleibt, verlieren wir im Wettbewerb und gefährden die Existenz von Arbeitsplätzen. Mehr noch, wenn der Unternehmer nicht mehr Geld für den Strom wegen der Energiewende bezahlen muss, sondern sich auch nicht mehr auf die Energieversorgung verlassen kann, dann sind das zwei ganz gefährliche Wettbewerbshindernisse. Dann machen wir Deutschland, meine Damen und Herren, als Wirtschaftsstandort unattraktiv. Richtig ist, wir als Unionsfraktion wollen das Gegenteil. Wir wollen unseren attraktiven Wirtschaftsstandort schützen. Wir wollen, dass hier Arbeitsplätze entstehen. Und richtig ist auch, wenn wir die sehr ambitionierten Ziele von Paris einhalten wollen, brauchen wir Veränderungen im Bereich der konventionellen Kraftwerke. Uns muss aber klar sein, dass der Anteil der Kohle an der Stromerzeugung dadurch langsam sinken wird. Die Liste der Bundesnetzagentur über die Stilllegungsanzeigen dokumentiert, dass dieser Transformationsprozess im Markt langsam in Gang kommt. Wir sollten eins aber nicht vergessen, wir haben in Paris keinen Ausstieg aus der Kohle beschlossen. Die Reduzierung der Kohleverstromung, liebe Kolleginnen und Kollegen bei den Grünen, das ist kein Selbstzweck. Und unser Beitrag ist im internationalen
im internationalen Bereich ein durchaus größer. Und es wäre schön, wenn auch andere Industrienationen diesem Beitrag folgen würden und ihn nicht nur angekündigt haben. Und die in Ihrem Antrag aufgezählten Länder haben alle nur Absichtserklärungen zur Reduzierung der Kohleverstromung vorgegeben. Großbritannien hat für 2025 angekündigt, keine Kohle mehr verstromen zu wollen. Beschlossen ist nichts. Die haben jetzt mit dem Brexit auch ganz andere Probleme. Der Trilog, der stoppt gerade in Brüssel. Die Niederlande haben keine CO2-Reduzierung beschlossen. Von Kohle war da direkt überhaupt keine Rede. China, hatten Sie genannt, will die Kohleförderung um ein Drittel reduzieren. Die pusten im Jahr 2014 insgesamt 8,5 Milliarden Tonnen in die Luft. In der EU sind es gerade mal in einem hochindustrialisierten Land 3,4 Milliarden. Auf Deutschland entfielen gerade mal 794 Millionen Tonnen. Und dann führen Sie uns Frankreich als Musterbeispiel für saubere Energie vor, weil dort 2023 angeblich schon das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet werden soll. Das Land, das mit 75% den allerhöchsten Anteil der Energie am Kernkraft hat, meine Damen und Herren. Wen wollen Sie damit eigentlich verschaukeln? Ich sage Ihnen, Wirtschaftspolitik, da müssen Sie mal das Fernlicht einschalten. Da reicht ein Öllämpchen nicht aus, nicht mal, wenn man daran reibt. Es besteht also überhaupt kein Anlass dafür, eine kurzfristige, einseitige Verschärfung der bestehenden Klimaziele durchzuführen. Und es besteht kein Anlass dazu, neue Daumenschrauben zu erfinden, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zusätzlich zu benachteiligen. Im Übrigen gilt, und ich will noch mal auf das ETS kommen, die aktuell in Brüssel diskutierten Reformschritte führen mit gewissen Maßnahmen sicherlich zu einer weiteren Bedeutung. Aber ich rate auch zu Augenmaß. Zentrales Problem sind die Benchmarks für den künftig erlaubten CO2-Ausstoß. Und im Moment bedeutet das jedenfalls für Deutschland 3 bis 4 Milliarden Euro mehr an Belastungen. Und ich habe deshalb eine große Sympathie für die Bitte der Bürgermeister deutscher Stahlstandorte an die Bundeskanzlerin, die Erzeugung von Stahl im eigenen Land nicht zu gefährden. Ein paar Milliarden Euro, meine Damen und Herren, die sind schwer zu erwirtschaften. Das macht man nicht einfach so. Das geht zulasten des Ergebnisses. Das geht zulasten von Wertschöpfungsketten, die dabei einbrechen. Das geht zulasten von Arbeitsplätzen in Deutschland. Die Folge ist, billiger chinesischer Stahl gewinnt, der zu wesentlich höheren Umweltbedingungen und Umweltbelastungen hergestellt wird. Das alles wollen Sie. Wir als Union wollen das nicht. Und deshalb, meine Damen und Herren, sind Sie auch in Nordrhein-Westfalen abgewählt worden. Wir wollen keine kurzfristigen und kurzsichtigen Kraftwerksschließungen in Deutschland. Das träfe Nordrhein-Westfalen hart. Durch die Abhängigkeit im Braunkohlesystem würden im Rheinischen Revier unmittelbar 17 Kraftwerke und 2 Tagebaue unwirtschaftlich. Es ginge zulasten von qualifizierten Arbeitsplätzen. Und das bedeutet, bei einem solchen Ausstieg sind in Nordrhein-Westfalen 40.000 Arbeitsplätze und bundesweit 70.000 Arbeitsplätze betroffen. Das können wir kurzfristig zusätzlich zu dem Ausstieg aus der Kernenergie nicht tragen. Und deshalb ist Augenmaß gefordert. Sie haben eins vergessen. Sie haben das Preisschild an Ihrem Vorschlag vergessen. Und das werden wir Ihnen hier heute an dieser Stelle deutlich an Ihren Vorschlag dran machen müssen. Hier ist wirtschaftliche Vernunft gefragt. Und Sie müssen an die Menschen denken, die davon betroffen sind. Dafür werden wir uns einsetzen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Ihnen hier eine Änderung der Tagesordnung bekannt geben. Die Fraktionen haben sich darauf verständigt, dass nach Top 17, also gegen 22.30 Uhr, die Debatte und 3 namentliche Abstimmungen zum Thema Abschiebungen nach Afghanistan stattfindet, sodass Sie sich darauf einstellen können. Jetzt hat als Nächste das Wort Eva Bulling-Schröter, Fraktion Die Linke.